Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns CSLcomputer.com und zwar mit dem CSL Sprint 5813. Also die haben wirklich eine Menge PCs und ich hatte CSL jetzt auch schon öfter, nur ich dachte, der ist vielleicht preis-leistungstechnisch ganz gut und ich stelle euch den mal vor. Es wird in Zukunft auch noch weitere CSL-Computer geben, die haben ja immer mal wieder was im Angebot und dann schauen wir halt durch. Starten wir mit diesem PC, also der CSL Sprint 5813 für 1399 Euro, hat als Betriebssystem erstmal nichts. Ist jetzt nicht so schlimm. Haben sie sich irgendwo weggespart. Dafür könnt ihr euch dann für 5 Euro, sag ich mal, bei eBay einen Key kaufen und das Ding selber installieren. Ihr könnt es auch für 30 Euro irgendwo kaufen. Von mir aus auch ganz original für 90 Euro. Es gibt ja einige Leute, die ein bisschen Schiss haben bei den eBay Keys, auch einige Artikel darüber. Aber ihr als Privatkonsument, es sollte eigentlich nichts passieren. Und Windows bzw. Microsoft wird jetzt auch nicht bei euch zu Hause klingeln und dann sagen, hey, hier, Kohle oder sonst was, falls ihr da mit dem Key Probleme habt. Also ich mache das schon längere Zeit so, dass ich für einen Fünfer bei eBay so einen Key kaufe und ich habe keine Probleme damit. Aber damit sei auch genug gesagt, was das Betriebssystem angeht. Was das Bild angeht, bevor wir es ganz vergessen, es scheint nicht fake zu sein. Wir haben hier dieses Bild, ich sage ja meistens, ja, guck mal, hier leuchtet was und da leuchtet was, das ist dann fake, fake, fake. Bei dem scheinbar nicht. Der Lüfter passt, die Grafikkarte auch. Man sieht jetzt auch nicht so viel von dem System, die RAM-Riegel und so sieht man nicht, ist ja auch egal. Es ist somit kein Fake-Bild, das Gehäuse passt soweit. Die Lüfter, ob die leuchten, ja gut, ich denke schon. Das ist ja heutzutage sehr leicht machbar, das werden sie auch so gemacht haben, hoffe ich zumindest. Vielleicht hat auch jemand von euch diesen PC zu Hause und kann mir mal sagen, wie der so ist und ob das alles so stimmt. Das würde mich dann doch schon noch interessieren. Also, als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 5 5600X 6x3700 MHz und der kostet bei Geizhals 274,45 € über Mindfactory. Ja gut, der Prozessor ist der kleinste aus der 5000er Serie aktuell und zum Zocken reicht der locker. Zum Streamen kann ich nicht genau sagen. Ich habe einen 5800er, ich komme damit gut klar. 5600er wird wahrscheinlich reichen, je nachdem worüber ihr rendert. Rendert ihr über die Grafikkarte, reicht es so oder so. Ich render über den Prozessor, da ist die Qualität ein bisschen besser und das braucht auch deutlich mehr Leistung. Aber den packen wir so in den Warenkorb. Als Prozessor-Kühler haben wir Deepcool Gammax C40. Ja, ist halt ein ganz normaler Lüfter, nichts Besonderes. Aber hier auf dem Bild leuchtet er halt nicht, aber hier oben leuchtet er. Ich weiß es nicht genau, wie sie das jetzt gemacht haben. Vielleicht vertue ich mich da jetzt auch, was die Optik angeht. Vielleicht leuchtet er auch gar nicht, sondern schimmert nur durch. Wenn es euch wichtig ist, achtet darauf. Der Lüfter reicht auf jeden Fall aus für den 5600. Der kostet hier bei Geizhals 24,99 € über Alternate und den packen wir so in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine Asus Radeon AX 6700 XT, also eine Asus TUF. Und es ist halt so, hier sagen sie wirklich, welcher Hersteller es ist. Das ist nicht beliebiger Hersteller, wie es ja gerne mal so gemacht wird, sondern es ist wirklich eine Asus. Und Asus finde ich persönlich sehr gut, was Grafikkarten angeht. Die haben halt ein eigenes Design und die Lüfterqualität ist auch immer sehr hoch. Die kostet aktuell bei Geizhals 850 € über Konrad und die packen wir so in den Warenkorb. Ich habe mir eben noch mal ein paar FPS-Tests angeguckt. Es wurde mal gesagt, diese Videos auf YouTube sind nichts, aber ich mache es trotzdem weiterhin so, weil ich einfach nicht die Kohle dazu habe, mir die Dinger hier hinzustellen zu testen. Ich habe zwar auch eine 6700 XT, aber das ist halt wieder eine Nitro Plus, die macht wieder ein bisschen andere Werte. Ich habe aber gesehen, dass die Grafikkarte, also der Chip an sich und der 5600, circa, sag ich mal, auf vollen Settings, Full HD, so um die 80 FPS macht in den AAA-Titeln. Es gibt natürlich auch Titel wie zum Beispiel Valorant oder Overwatch, da läuft dann über 300 FPS. Aber wirklich in diesen AAA-Dingern wie Assassin's Creed oder Red Dead Redemption, da haut die locker so ihre 70, 80 FPS raus. Wo sie ein bisschen schlechter wird, ist sobald ihr Raytracing aktiviert. Das kann die zwar, aber dann gehen die FPS gut runter. Zum Beispiel bei Watch Dogs, da hatte ich dann gesehen, nur noch 30 FPS. Das sollte man sich vielleicht nicht antun. Dann vielleicht doch eher zu einer Nvidia-Karte greifen. Ansonsten preis-leistungstechnisch ist das Ding hier super. Natürlich sind die Preise viel zu hoch. Das Ding hat eine UVP von um die 450, 500 Euro. Aber was ihr jetzt aktuell so am Markt kriegt, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Und das packen wir so in den Warenkorb. Das Mainboard ist ein Asus TUF B450 Plus Gaming. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Das Board an sich von der Qualität ist gut, von den Anschlüssen auch. Die Sache ist nur die, der 5000er Ryzen hätte gerne mit der Grafikkarte zusammen PCI Express 4.0 und nicht 3.0. Da kommt unter anderem auch das Smart Access Memory zum Tragen. Hier haben wir die Seite davon, AMD Smart Access Memory, bis zu 16% mehr Gaming Performance mit AMD Smart Access Memory. Es kann sein, dass es unter PCI Express 3.0 auch noch läuft, aber ich denke 4.0 wäre deutlich besser. Hier habt ihr zum Beispiel so Performance-Unterschiede, das ist natürlich Herstellerangabe. Aber ich würde mal sagen, wenn hier bis zu 117% steht, würde ich schon so 110% reell sagen. Das ist so. Es ist schade, dass sie da kein B550-Board genommen haben.
Es gibt dieses Board nämlich auch mit B550 und das kostet 135 Euro und das andere kostet bei Geizhals 85 Euro. Die 50 Euro haben sie sich gespart. Gut, 50 Euro ist dann schon eine Menge Geld, klar. Aber mit dem Prozessor und mit der Grafikkarte ist das so eine Sache. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den so zu konfigurieren, dass ihr ein B550 Board kriegt, dann packt das bitte auch so da rein. Dann spart diesen 50er nicht weg. Konfiguriert ihr euch den um auf B550, ist alles schön. Ansonsten gibt es zu dem Board zu sagen, es ist sehr gut. Es gibt 4 RAM-Plätze, es gibt hier den Grafikkartenanschluss. Hier haben wir einmal noch ein PCI Express, hier noch ein, hier noch ein, hier noch ein. Und dann habt ihr hier unten noch einen Slot für die M2-SSD. Hier oben habt ihr einen Slot für M2-SSD oder eben WLAN-Karten oder alles Ähnliche, was man über PCI Express anbinden kann, beziehungsweise M.2-Standard. Was die I/O-Blende angeht, habt ihr hier zweimal USB 3.0, 3.1, USB-C, nochmal USB 3.0, nochmal USB 2.0. Dann habt ihr hier Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, hier das System für 7.1. Es gibt ja Leute, die über so einen PC nicht nur zocken, sondern auch Filme gucken, die schließen sich gerne mal ein 7.1-System an. Ist gut, dass sie es nicht weggespart haben. Es gibt natürlich Boards, wo diese ganze Blende hier vorne fehlt. Dann habt ihr wirklich nur Mikrofon, Kopfhörer und Line-In. Das reicht zwar aus, aber das ist mehr so Multimedia-tauglich. Dann habt ihr hier noch einen Netzwerkanschluss. Hier habt ihr noch DisplayPort HDMI, was ihr eh nicht benutzt, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Aber sonst packen wir das Mainboard für 85,97 € von ProShop in den Warenkorb. Arbeitsspeicher, 16 GB DDR4 RAM, Dual Channel, 2x8 GB, ganz wichtig. 3200 MHz von Kingston, HyperX Fury Black Series. Ja, kein G-Skill Aegis. Guck mal, sie haben es geschafft. Wunderbar. Bevor sich jemand fragt, was habe ich gegen Aegis, ich habe ihn zweimal bestellt, zweimal war er defekt. Das ist ein Grund für mich, ich kaufe es einfach nicht mehr. Das kostet bei Geizhals 85,88 € über Mindfactory. Mit 3200 MHz ist er auch genau richtig für einen 5600er. Man könnte ihn auch übertakten mit 3600 MHz. Das packt der 5600er Ryzen auch noch. Ist aber nicht von AMD so gewollt, beziehungsweise die sichern sich ab, indem sie sagen 3200 MHz. Das ist so die Taktung, wo wir sagen, jupp, das muss laufen. Alles andere ist dann euer Bier. Passt also sehr gut zu dem Prozessor. Packen wir so in den Warenkorb. Die Festplatte ist eine 500 GB M.2 PCI Express SSD von Kingston, die NV1. Ja, ganz normale Einsteiger-SSD, ist wie die Crucial P1, ein Ticken schneller, aber die tun sich preislich nicht sonderlich viel. Hier haben wir sie auch schon für 52 Euro bei Mindfactory, hat eine Lese- und Schreibrate von 2100 MB die Sekunde und 1700 MB die Sekunde. Reicht zum Zocken auch völlig aus. Ihr könnt jetzt natürlich theoretisch auch eine Samsung nehmen, die hat dann 3000, 4000 MB, sogar 5000 teilweise, je nachdem welches Modell ihr nehmt. Macht aber, wie gesagt, beim Zocken dann keinen großen Unterschied mehr. So könnt ihr ein paar Dollar sparen und nehmt dann einfach hier diese 2100er und das passt. Jetzt kommt was Besonderes. Wir haben tatsächlich einen 24-fach Multiformat-DVD-Brenner da drin. Die Dinger kosten 10 Euro irgendwo im Endkundensegment, ne? Aber es ist lustig, dass sowas tatsächlich heute noch verbaut wird. Und es gibt Leute, die brauchen das auch. Es gibt ja auch welche, die kaufen sich, sage ich mal, ein Auto von Anfang 2000, da ist nur ein CD-ROM-Laufwerk drin und dann möchten die sich Musik brennen und dann machen die das halt so, ne? Ist schön, gibt's auch als externes Laufwerk, das kostet dann 15 bis 20 Euro, kann man sich über USB anschließen. Aber hier ist es mit bei und das kostet bei Geizhals, in dem Fall eins von Asus, 12,19 € über Zyklotron. Hab ich auch noch nicht gelesen. Egal, packen wir so in den Warenkorb. Schön, dass es dabei ist. Das Gehäuse ist ein CSL Apollon Schwarz RGB Beleuchtung mit Steuerung Glas Seitenteil. Ja, das gibt es leider nicht. Zumindest nicht bei Geizhals. Ich habe aber ein ähnliches genommen, was die hier auch in der Auswahl haben. Das CSL Matrix Window. Das kostet hier 15 Euro Aufpreis. Wir machen jetzt einfach mal Pi mal Daumen und nehmen das, packen aber vom Preis her nichts mehr drauf. Beziehungsweise konfigurieren das jetzt auch nicht um. Wir nehmen ihn so, wie er vorkonfiguriert ist. Hier haben wir das Gehäuse auch schon. Kostet 27,17 Euro bei ProShop. Jetzt müsst ihr mal überlegen. Ihr bezahlt 15 Euro Aufpreis, wenn ihr dieses Gehäuse haben wollt. Das heißt, wenn ihr die 15 Euro von den 27 abzieht, ist das Grundgehäuse 12 Euro wert. Ist jetzt natürlich eine Milchmädchenrechnung, aber ich wollte es mal gesagt haben. Finde ich ganz lustig. Das Gehäuse ist natürlich auch mehr oder weniger das Billigste vom Billigsten. Man sieht es hier auch. Obwohl das schon das mit 15 Euro Aufpreis ist. Es ist nichts Besonderes. Kabelmanagement, ja gut, ist möglich, aber nicht so fein wie jetzt zum Beispiel bei einem von Corsair. Es ist halt wirklich nur irgendwo gestanztes Blech, ne? Gut, wer das Design mag, das ist jedem selber überlassen. Ich finde das sehr kitschig. Aber hier hätten wir tatsächlich auch noch die Möglichkeit, das CD-ROM-Laufwerk reinzubauen. Naja gut, wir packen es einfach mal rein. Überzeugt bin ich von dem Ding nicht. Als Netzteil haben wir einen 600 Watt Boost Box China Böller Power Boost. 90% effizient, 80 plus Gold. Gold zertifiziert hin oder her. Ich halte von diesen Netzteilen nichts. Ich glaube nicht, dass die Dauerlast 600 Watt wirklich schaffen. Aber ich habe sie tatsächlich im Endkundensegment auch gefunden. Und das kostet 59,90 € bei CSL Computer. Für das Geld bekommt ihr schon eins von Be Quiet.
vielleicht nicht unbedingt Gold zertifiziert, aber die von BeQuiet sind deutlich besser. Also ich würde mich hier drauf nicht verlassen, konfiguriert das vielleicht auch noch um. Und es muss auch einen Grund haben, warum ein gleichwertiges Netzteil von BeQuiet 40 Euro Aufpreis kostet. Wobei es im Endkundensegment fast dasselbe kostet wie das von Boostbox. Naja. Ich meine, konfiguriert das um, ja, oder kauft es euch selber und packt es da rein, aber ich würde es an so einem Netzteil auf jeden Fall nicht betreiben. WLAN haben wir nicht, Herstellergarantie sind 24 Monate, das hier ist alles onboard geregelt und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die Festplatte, beziehungsweise die SSD in dem Fall, den Ryzen 5600, hier ist der HyperX RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das CD-ROM-Laufwerk beziehungsweise DVD-Brenner, der Lüfter für den Prozessor, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1471,55 Euro. Das System soll kosten 1399. Wir sind tatsächlich günstiger als Selbstbauweise. Das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Ich kann mittlerweile auch Computer zusammenstellen, die unter den Fertig-PC-Preisen sind. Es war ja eine Zeit lang jetzt wirklich so, dass du wirklich immer nur hergehen konntest, ja, Fertig-PC, 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 weil es immer günstiger war, ist mittlerweile nicht mehr. Ich habe Systeme mal eben noch verglichen vor einer Stunde. Es ist tatsächlich so, dass ihr teilweise jetzt im Segment, sage ich mal, zwischen 2000 und 2500 Euro günstiger seid, wenn ihr selber baut. Das war jetzt bis vor ein paar Monaten, beziehungsweise vor einem Monat nicht mehr möglich. Aber jetzt geht es wieder so langsam los. Die Grafikkarten gehen langsam wieder runter von den Preisen her. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Aber zum System gesagt, er ist ganz okay konfiguriert. Ich würde das Board anstatt B450 auf B550 aufrüsten. Ich würde ein besseres Netzteil nehmen. Aber alles in allem ist der okay. Ihr macht jetzt nicht so den Fehler, wenn ihr den kauft. Ihr seid sowieso günstiger als Selbstbauweise, ja? Aber ihr macht jetzt nicht so den Fehler schlechthin, wenn ihr den holen würdet. Das System läuft. Er macht in den Games auch seine Leistung. Überhaupt kein Problem. Ich hätte halt das anders gemacht mit dem Board und dem Netzteil. Aber ich muss den RAM nicht tauschen, wie ich sonst immer mache. Die Festplatte ist mit 500 GB vielleicht ein bisschen klein, aber die könnt ihr aufrüsten. Da kauft ihr einfach, sag ich mal, für 90 Euro noch einen Terabyte M.2 Speicher hinzu oder vielleicht sogar eine HDD. Dann ist das auch okay. Aber alles in allem, ja, empfehlen. Schwer. Ich hab's nie schon wieder offen gelassen. Ich hatte mir vorgenommen, es passiert mir nicht mehr. Naja, egal. Alles in allem, Pi mal Daumen. Ich sag jetzt nicht, boah, der PC schlechthin. Ich sag aber auch nicht, der letzte Rotz. Wenn ihr ihn mal irgendwann gekauft habt, ist okay. Wenn ihr ihn jetzt noch kauft, ist auch okay. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, macht ein B550-Board da rein, macht ein besseres Netzteil rein und dann fahrt ihr eigentlich ganz gut mit der Kiste. Was die Festplatte angeht, das ist dann euch überlassen. Sagen wir jetzt mal, ihr installiert Windows und noch drei Spiele dabei, dann ist die irgendwann schon an ihren Grenzen, je nachdem welches Spiel. Wenn wir jetzt über Counter-Strike, Overwatch und Valorant reden, dann könnt ihr auch noch Dead by Daylight und sonstiges drauf installieren, kein Problem. Kommen wir jetzt aber in Richtung wie Far Cry, Call of Duty oder die ganzen anderen großen Games. Da wird es dann schon irgendwann eng, wenn ihr mehr als drei Spiele habt. Aber dafür könnt ihr ihn ja noch erweitern. Das Mainboard gibt ja noch einen zweiten Slot her. Das wäre es dann auch wieder mit diesem System. Eventuell schaffe ich es, für morgen noch ein Video aufzunehmen, weil ich jetzt die Woche ein bisschen inaktiv war. Ich hatte viele Termine. Es war einfach nur warm. Ich konnte nicht, weil es warm war. Ich habe mich hier hingesetzt, wollte aufnehmen, habe diese ganzen Strahler hier. Ich habe ja vier Strahler. Dann sitze ich hier und denke nur so, boah, nee, geht nicht. Jetzt mittlerweile geht es wieder einigermaßen. Also freut euch auf das nächste Video, eventuell dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.